Vor 250 Jahren war Daniel Boone, alias Lederstrumpf, einer der ersten Pioniere, die von der nordamerikanischen Ostküste Richtung Westen aufbrachen. Bald kämpfte er sich durch eine schier undurchdringliche Wildnis. Soweit sein Auge reichte, sah der legendäre Trapper nur die dicht bewaldeten Berge und Täler einer uralten Gebirgskette, die sich entlang der gesamten Atlantikküste des Kontinents erstreckt. Die Appalachen. Als sich Daniel Boone über den Cumberland Gap westwärts kämpfte, fand er sich in einem endlosen Wald wieder, in dem es von Tieren nur so wimmelte. A Hunter's Paradise, des Jägers Paradies, nannte der alte Fallensteller die wilden Appalachen. Das Jägerparadies des Daniel Boone war kein menschenleeres Land. Die Appalachen waren bereits von einem Volk besiedelt, das eine völlig andere Beziehung zu dieser Waldwildnis hatte. Sie nannten sich selbst Anyumvia, die wirklichen Menschen. Doch die Außenwelt kannte sie bald unter dem Namen Cherokee. Die Anyumvia waren von diesen Bergen und Wäldern, ihren Tieren und Pflanzen, abhängig. Nicht nur in praktischer Hinsicht, sondern auch spirituell, wie Eddie Bushyhead erzählt, der die Tradition der Cherokee wachhält. Wir Cherokee können unsere Heimat auf Erden nicht von unserem Leben in dieser Heimat trennen, auch nicht von unserer Vorstellung und Bedeutung als Volk. Von Geburt an wird uns gelehrt, dass die Bäume, ja selbst die Pflanzen und Tiere, mit denen wir unsere Heimat teilen, unsere Brüder und Schwestern sind. Wenn wir also von Land sprechen, meinen wir nicht Besitz oder Territorium, auch nicht das Stückchen Boden, auf dem unsere Häuser stehen oder unser Getreide heranreift. Wir verstehen darunter etwas wahrhaft Heiliges. Die Cherokee haben eine uralte Verbindung mit den Appalachen. Nach ihrem Schöpfungsmythos kamen sie vor langer Zeit aus einer Welt im Himmel in diese Berge. Am Anfang der Zeit lebten wir Cherokee im Galalati, im Himmel, und spähten durch ein Loch auf die Erde hinunter. Damals bestand die Erde nur aus feuchtem, formlosem Schlamm. Also sandten sie den großen Geier zur Erde. Er sollte einen Platz finden, der trocken genug für die Cherokee war, um dort zu leben. Als er über die Erde flog und nach trockenem Land Ausschau hielt, wurde er müde. Seine Flügel berührten die Erde und formten die Berge und Täler, in denen wir Cherokee heute leben. Die südlichen Appalachen. Gebirgskamm auf Gebirgskamm, wie Wellen in einem Meer aus Bäumen, aufgetürmt von den Flügeln des großen Geiers. Doch die Schöpfungsgeschichte, die Geologen erzählen, ist um nichts weniger wunderbar. Einst waren die Appalachen höher als der Himalaya heute. Doch der Zahn der Zeit hat den Gebirgszug im Lauf von hunderten Jahrmillionen bis auf sein uraltes Fundament abgetragen.
Manche Gesteine sind mehr als 1 Milliarde Jahre alt. Fast ein Viertel des Alters der Erde selbst. Vor 250 Millionen Jahren wurden diese Urgesteine zu schwindelerregenden Gipfeln aufgetürmt, als Afrika mit Nordamerika kollidierte und alle Landmassen der Erde einen einzigen Superkontinent namens Pangea bildeten. Doch die Appalachen sind nicht nur uralt, sondern auch extrem weitläufig. Sie erstrecken sich von Georgia und Alabama im Süden bis nach Neufundland im Norden. Und auf dem alten Superkontinent reichten sie noch weiter. Als Pangea auseinanderbrach, wurden Fragmente der großen Gebirgskette um den Globus getragen. Heute bilden diese verlorenen Bruchstücke der Appalachen die Bergwelt Schottlands und Skandinaviens. Vielleicht ist das der Grund, warum sich 250 Millionen Jahre später schottisch-irische Einwanderer so zu Hause in diesen Bergen fühlten. Sie verließen das eine Ende der alten Appalachen und siedelten sich am anderen an. Das Leben war hart für die ersten Siedler in den abgeschiedenen Tälern. Doch ihre Ausdauer wurde jedes Jahr belohnt. Mit der atemberaubenden Farbenpracht des Herbstes in den Appalachen. Eine Zeit des Überflusses für Mensch und Tier. Lange Zeit wurden nur wenige weiße Siedler Zeuge dieses einzigartigen Spektakels. Die endlosen Berge und Täler waren einfach zu unzugänglich. Noch konnten sich die Cherokee ungehindert durch ihr riesiges Jagdrevier bewegen. Am Ufer der Flüsse legten sie zwar Getreidefelder an, doch vor allem lebten sie von der scheinbar unermesslichen Fülle der Früchte des Waldes. Große Tiere jagten sie mit Pfeil und Bogen. Für kleinere Beute benutzten sie ein Blasrohr aus Schilf. Absolut tödlich, selbst aus einer Entfernung von 30 Metern. Jäger und Wild verbindet eine tiefe Beziehung. Für einen Cherokee gibt es keine Unterscheidung zwischen realer und spiritueller Welt. Da der Schöpfer jedes Lebewesen in diesen Wäldern mit seinem göttlichen Funken erweckt hat, besitzt alles und jedes eine Seele. Daher soll der Jäger immer ein Gebet für sein Opfer sprechen. Im Gegenzug werden die Tiere dem respektvollen Jäger ihr Leben schenken.
Das Jahr der Cherokee beginnt im Herbst und wandelt sich nur allzu schnell zu jener Jahreszeit, die sie die Schlafzeit nennen. Aus Herbst wird Winter. Ein kalter Sonnenaufgang zwischen den Baumskeletten kündet für alle Lebewesen von der härtesten Zeit des Jahres. Viele Tiere, vom Streifenbackenhörnchen bis zum Bären, verschlafen den Winter in ihren Bauen und Höhlen. Nur wenige geisterhafte Gestalten verlieren sich im gerierenden Nebel.